Am Wochenende von Freitag, den 4. Oktober um 12 Uhr bis Montag, den 7. Oktober um 9 Uhr wird Ihnen unsere Online-Filiale nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum keine Überweisungen oder andere Transaktionen möglich sind. Dies gilt für das Online-Banking über die Homepage, aber auch für die VR Banking App sowie für Zahlungsverkehrsprogramme wie zum Beispiel Proficash, VR Network oder Star Money. Auch das Online-Brokerage wird in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen, sodass Wertpapierkäufe und Verkäufe nicht ausgeführt werden können. Ab Montag, den 7. Oktober um 9 Uhr, steht Ihnen das Online-Banking wieder zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich die Internetadresse für das Online-Banking. Sollten Sie sich den bisherigen Link als Favoriten gespeichert haben, wird dieser nicht mehr funktionieren. Bitte melden Sie sich daher über unsere Internetseite www.kd-bank.de oder über die VR Banking App an. Ab dem 7. Oktober gibt es zudem zwei unterschiedliche Login-Bereiche, die verschiedene Funktionen beinhalten. Der Login-Bereich Online-Banking, Konten und Depots eignet sich für nahezu alle Privatkunden, institutionelle Kunden oder Nutzer unseres Brokerage. Hier stehen Ihnen alle wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel die SEPA-Überweisung, die Umsatzabfrage oder das elektronische Postfach wie gewohnt zur Verfügung. Der zweite Login-Bereich heißt Online-Banking mit erweiterten Funktionen. Hier stellen wir unseren institutionellen Kunden zusätzliche Funktionen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs bereit. Alle institutionellen Kunden, die bisher mit der verteilten Unterschrift gearbeitet haben, also Zahlungsverkehrsaufträge mit zwei Unterschriften versehen oder regelmäßig Lastschriften bei uns einreichen, haben wir automatisch für diesen Bereich freigeschaltet. Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking verändern sich durch die Systemumstellung grundsätzlich nicht. Melden Sie sich einfach wie bisher beim Online-Banking mit Ihrer Vorerkennung oder Ihrem Alias sowie Ihrer PIN an. Die Vorerkennung wird zukünftig durch den VR-Netkey ersetzt. Den VR-Netkey teilen wir Ihnen nach erfolgreicher Anmeldung im neuen Online-Banking automatisch mit. Wir empfehlen Ihnen, den VR-Netkey zu notieren. Sie benötigen diesen, wenn Sie unsere TAN-App VR Secure Sign nutzen. Nach erfolgreicher Anmeldung im neuen Online-Banking können Sie grundsätzlich Ihre Aufträge wie gewohnt erteilen. Nutzen Sie das TAN-Verfahren VR Secure Sign? Dann sollten Sie sich auch dieses Video ansehen, denn aus der App VR Secure Sign mit VR Secure Go. Im Video erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie die Installation der neuen App erfolgreich meistern.